Herzlich willkommen in Finchis Welt zu meiner neuen Garage 2.0 Roomtour. Ich hatte es auf Facebook schon ein paar Mal erwähnt, dass ich hier bei meiner Garage so ein bisschen umbauen wollte und auch umgebaut habe mittlerweile. Was heißt umgebaut? Eigentlich nur umgekramt. Das Ganze hatte erstmal den Grund, dass es hier einfach aussah wie Sau. Und bei mir ist das immer so, wenn es irgendwie auch oben in so einer Wohnung, wenn es da aussieht wie Sau, ich meine, oben geht es eigentlich mittlerweile, aber früher war es halt so, wenn dann irgendwie nach ein paar Wochen, Monaten ohne Aufräumen es aussah wie bei Hempels unterm Sofa, dann habe ich immer umgekramt. Ich habe dann die Couch woanders hingestellt, den Fernseher woanders hin, Schränke um, hin und her und keine Ahnung. Und so ist es hier unten jetzt auch gewesen. Das Ganze nach 2 Jahren, die Garage besteht jetzt so, wie sie ist, schon seit circa 2 Jahren. Das ist der Wahnsinn. 2 Jahre ist das schon her, dass ich die Garage hier umgebaut habe. Die Videos, die könnt ihr übrigens auch hier auf meinem Kanal alle sehen. Die sind irgendwo noch vorhanden. Garagenumbau oder so heißt das Ganze. Da könnt ihr sehen, wie das ganz am Anfang aussah, wie es wirklich noch eine Garage war. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, es wird langsam mal Zeit für ein bisschen was zu ändern, vor allen Dingen, weil es halt alles nicht mehr so war optisch, wie ich mir das vorgestellt habe und auch nicht so, es sah einfach nicht mehr so gut aus. Das war alles vollgekleistert und voll mit, ihr kennt ja meine Posterwand und die Anordnung von der Couch und von meinem Spieleregal gefiel mir nicht mehr. Und vor allen Dingen, das Spieleregal stand an einer Mauer, die ist eine Außenwand und da stand so nah an der Wand dran, dahinter kann keine Luft zirkulieren und die Außenwand ist halt immer so ein bisschen feucht, weil dahinter auch erdreich ist, weil ich sitze ja hier in meinem Keller. Und deswegen wollte ich dieses Regal auf jeden Fall von der Wand weg haben, bevor ich da irgendwann Schimmel oder sowas habe. Und ihr könnt es im Hintergrund schon so ein bisschen sehen, wie das Ganze jetzt aussieht. Und ich möchte auch, euch auch nicht... Ich möchte euch auch nicht länger auf die Folter spannen. Ihr merkt, in meinem Redefluss hat sich nichts geändert. Deswegen würde ich sagen, wir drehen die Kamera mal um und gucken uns die Garage mal an, wie sie jetzt aussieht. Ich hoffe, der Akku hält, weil der ist nicht mehr ganz so voll. Ja, wir drehen mal rum. So. Hoppala, Hilfe. Läuft noch? Läuft noch. So, ihr seht jetzt hier meinen Monitor. Cool, ne? So, ich würde sagen, ich stehe mal auf, bevor ich hier... Okay, wir fangen mal an mit dem essentiell Wichtigsten, nämlich der Rechner, weil ohne den geht gar nichts. Da geht YouTube nicht, da geht... Wegen Facebook nicht, spielen geht da momentan auch nicht. Also würde da momentan nicht gehen, wenn ich keinen PC hätte, weil ich nur Diablo spiele. Und ja, so sieht das Ganze hier jetzt aus. Ich würde sagen, wir machen erstmal so eine Komplettübersicht. Wir gehen mal zur Türe. Und zwar die Türe, wo ich normalerweise in meinen Raum reinkomme. So, da ist ein Fenster mit einer Türe. Das ist da oben so ein bisschen zugeklebt, weil manchmal komme ich mir abends, wenn ich hier sitze, doch ein bisschen beobachtet vor. Deswegen habe ich das zugeklebt da oben. Ja, ich hoffe, ich kriege das alles so ein bisschen eingefangen. Ich habe jetzt, ihr kennt das ja noch, vorher stand die Couch in diesem Weg, so, ne? Und der Fernseher stand nicht da, sondern da, und der Computer stand da, und der Kühlschrank stand hier, und da, wo jetzt die Vitrine steht, stand vorher das hier. Und ja, wir gehen mal alles so ein bisschen systematisch durch. Wie gesagt, da hinten steht der PC mit dem Rechner, PC mit dem Rechner, genau. Finch, du bist ein Genie. Da steht mein PC. Der Rechner mit dem Fernseher direkt daneben mit den Konsolen, wo eine momentan noch fehlt. Ich zoome mal ein bisschen ran. Nämlich in der Mitte, ihr seht es schon am Kabel wahrscheinlich, da fehlt die Wii U. Alle anderen Sachen habe ich da so ein bisschen aufgebaut und hingestellt. Und daneben ist die Betonkreide, die Bodenkreide von unserer Tochter. Ja, über meinem PC thront ein Assassin's Creed Brotherhood, für mich der beste Teil der Serie, Poster. Daneben findet man die ganzen Assassin's Creed-Figuren, die waren ja vorher so verteilt irgendwie, teilweise in der Vitrine, teilweise standen sie so rum. Das habe ich jetzt alles auf meinen Kühlschrank gestellt. Wieso zittert denn die Kamera so? Scheiß Zoom. Muss man hier die Handschlaufe anziehen. Gottes Willen. Was mache ich denn hier? So. Ja, das was super praktisch ist natürlich jetzt, wenn ich hier auf der Couch sitze, die übrigens so einfach nur umgeschoben wurde. Die ganzen Stofftiere sitzen noch da wie vorher auch, sind sogar noch ein paar mehr zugekommen, die vorher woanders waren. Mr. Drip hier zum Beispiel. Oder hier die beiden. Ja, ich sitze halt hier auf der Couch und kann sofort an den Kühlschrank, genauso wie vom PC aus. Das ist der Wahnsinn. Ich brauche nicht mal mehr aufstehen. Ich muss mir nur ein neues Kabel noch da reinziehen, weil das Problem ist, wenn der Kühlschrank ausgeht, der hat so Spannungsschwankungen, dass letztens hatte ich einen Bluescreen deswegen. Und das ist natürlich nicht so prall. Naja. Und was halt sehr wichtig ist, ich habe nicht mehr so einen weiten Weg zwischen den ganzen Konsolen, Fernseher und Rechner, beziehungsweise Aufnahmezentrale. Das heißt, ich brauche keine USB-Verlängerungen mehr, ich kann das direkt alles so einstecken. Unten ist die HDPVR, die steht da in der Ecke.
und das sollte jetzt alles ein bisschen besser funktionieren, weil jede Verlängerung, die irgendwo im Kabel eingebaut wird, ist natürlich auch Leistungsverlust, ganz klar. Ja, so sieht das Ganze von der Seite hier aus. Also unten ist mein Spielteppich, den habe ich oben meiner Tochter geklaut irgendwann, die brauchte den ja nicht, weil da haben so viele Teppiche oben rumliegen. Ja, so viel erstmal zu dieser Ecke hier. Ist halt eine coole Ecke. Ich finde das auch in diesem Weg viel besser, weil man, ich sitze trotzdem noch relativ nah am Fernseher dran, weil ich hasse das, auch wenn der Fernseher relativ groß ist. Ich hasse das, wenn ich so weit vom Fernseher weg sitze beim Zocken. Ich sitze da lieber direkt nah dran. Bei einem Film ist was anderes, da sitze ich gerne weiter weg. Aber ja, beim Zocken ist das halt ein bisschen blöd, deswegen sitze ich gerne nah dran. Worum ich momentan auch gerne am PC spiele. So, wir gehen mal andersrum. Und die Posterwand hat sich auch etwas geändert, denn ich habe die Poster halt alle ein bisschen verteilt. Da, ihr seht meine Lampe nach oben hier, habe ich mein Zelda-Poster hingehängt, das vorher so ein bisschen untergegangen ist, was eins meiner Lieblingsposter ist, weil halt Zelda und so. Ne? WoW Cataclysm ist jetzt nicht, ja, ich hätte lieber eins von Wrath of the Lich King gehabt, aber gut, habe ich irgendwo, glaube ich, auch geschenkt bekommen. Dann drehen wir uns mal weiter. Dann sehen wir da hinten die Vitrine, die steht stand vorher ja hier, wo neben dem Fernseher. Die steht hinten in der Ecke, die hat sich auch ein bisschen geändert. Oben ist weiterhin meine Gameboy-Sammlung, Nintendo-Sammlung. Darunter habe ich direkt meine Zelda-Sammlung jetzt mit Link, die Statue kennt ihr ja, und die Limited Edition-Figur von Wind Waker HD. Da unten drunter sind auch so ein paar Figuren mit Kratos drin und dieser, wie heißt das Ding, von Fallout 3. Ja, ist auch egal, der Pip-Boy oder wie heißt das Ding? Keine Ahnung. Mein Samurai-Schwert steht in der Ecke. Und ganz unten, da ist halt noch die Dark Souls 2-Figur und sowas. Alles, was jetzt nicht so irgendwo hinpasst. Dann habe ich da meine alte PlayStation 2 gefunden. Die funktioniert leider nicht mehr. Meine God of War-Figur, und die lasse ich auch schön in der Box da drin. Dann habe ich da meine Bierkrüge von den Teledudes, Herr Consolero, Daddle Club und von mir selber. Dann habe ich da den Boom, kennt ihr ja, die ganzen Sachen. Mein Tomahawk von Assassin's Creed 3. Meine Kartonwand, die ist so geblieben, wie sie vorher war. Da habe ich nichts dran verändert, nur ein paar Dosen draufgestellt, die vorher irgendwo im Regal standen. Hinten die Poster an der Wand sind auch geblieben. Ja, meine Fußmatte mit meinem FSK oder USK, was ist das? 18-Symbol, ist sehr dreckig, aber dafür ist eine Fußmatte nun mal da. Dann, wo vorher die ganzen Poster waren, ist jetzt mein Spieleregal. Und das finde ich richtig cool, das sieht gut aus, man kommt auch besser hier durch, denn ich habe ja immer noch hier unten einen Durchgang nach draußen. Ja, das nervt mich zwar ein bisschen, weil es hier unten dann dadurch immer sehr viel Dreck reingetragen wird, aber gut, kann man halt nichts ändern. Irgendwo muss man ja rausgehen, ne? Jo, meine ganzen Spiele. Da bin ich ja sowieso zwischendurch immer bei, das so ein bisschen zu präsentieren. Die PlayStation 3 Dinger habe ich ja schon angefangen. 3DS habe ich schon ein Video zu gemacht. Dann habe ich hier nur noch ein paar Poster hängen, weil die habe ich halt, wie gesagt, ein bisschen verteilt. Hier sind so die wichtigsten Sachen. Super Mario Franchise, Street Fighter, passt halt ganz gut darunter. Dann mein Diablo 3 Poster, was sein muss. Und ich glaube, der Lee, der hat auch noch irgendwie mal mir ein Bild geschickt, der hätte mir ein Poster von Reaper of Souls irgendwie organisiert. Warte ich noch drauf. Bin ich gespannt, wie, wann, wie, wo das kommt, ob es noch kommt. Wenn es nicht kommt, ist auch nicht schlimm, Lee. Fiel mir nur letztens so ein. Meine Assassin's Creed Flagge, die ich doppelt habe. Ich glaube, da habe ich eine sogar mal von verlost, kann das sein. Das hier ist auch cool, das wollte ich mal zeigen. Das habe ich damals zwar schon mal gezeigt, aber das ist auf einem alten Netzwerkabend, wo wir früher, was wir früher oft gemacht haben. Und da oben bin ich. Da bin ich 13 oder 14 oder so. Aha, Wahnsinn. Ja, ich glaube, mein Akku verabschiedet sich gleich. Scheiße. Das ist natürlich mega behindert. Ja, ihr seht noch Sprühfleisch, weil ich halt noch ein bisschen sauber gemacht habe. Mein altes Bayern-Trikot mit drei originalen Unterschriften. Je. Darth Maul mit so LED-Schwert. Und das hier ist auch ein Highlight. Nämlich mein Super Mario-Stuhl. Den habe ich auf dem Speicher gefunden. Das ist noch original von mir damals. Ja, ist halt geil, ne? Leider geil. So. Und jetzt kommt noch eins, was ich mir neu gebastelt habe. Ich hoffe, das schafft der Akku noch. Das da. Und zwar habe ich ja mittlerweile ein paar Sachen von Leuten geschickt bekommen, Zeichnungen und irgendwelche Autogrammkarten und keine Ahnung was alles von Gewinnspielen. Da habe ich mir eine kleine Collage gebaut, weil das sonst halt mega untergegangen wäre. Und diese Collage mit diesen ganzen Sachen, ja, ist halt so meine Highlights, weil das ist quasi, das, die beiden Bilder vor allen Dingen, das ist Fanpost und das ist der Wahnsinn. Ich bekomme Fanpost, das kann ich immer noch nicht so ganz glauben. Aber gut, deswegen habe ich mir diesen so einen Rahmen reingemacht und dieses ganze Ding wird noch da an die Wand kommen, damit man das in den Videos, wenn ich hier schön auf der Couch sitze, auch so ein bisschen sieht und es nicht untergeht, deswegen ist da dieser Platz noch frei. Ja,
Es ist sowieso alles noch nicht ganz fertig. Wenn ich da an die Wand, da wollte ich jetzt Regale machen, ne? Damit da noch, da kann ich noch Figuren drauf tun, alte Spiele, weil die ganzen Gameboy-Sachen, die liegen halt noch einfach wild da auf diesem Ding rum. Jo, auf jeden Fall ist das eigentlich ganz cool geworden. Was jetzt auch noch nicht fertig ist, ist, hier liegen noch Poster und so ein Scheiß rum, was ich noch nicht weiß, wo ich das unterbringen soll. Das eine, was ich von Rayman, was ich gewonnen habe beim Lord Avenger, das muss ich auch noch aufhängen, das ist nämlich sehr cool. Überlege ich aber auch, einen Rahmen zu holen. Dann hier hinter, das ist jetzt voll chaotisch, weil das sind Sachen, da weiß ich nicht so genau, wo ich das alles hinkramen soll. Leere Kartons, falls ich was verschicken muss, ein alter Computer, den ich mal ausschlachten möchte, eine Tüte mit, keine Ahnung, Krimskrams drin, Regalteile, meine Werkzeugkiste, T-Shirts, die ich mal gewonnen, geschenkt bekommen habe. Darunter sind Videokassetten, die wollte ich mal umwandeln, aber da habe ich keine Zeit für. Leerhüllen. Und das hier ist auch ein sehr cooles Teil, nämlich ein Fußwärmer. Quasi wie, ihr kennt vielleicht einen Muff. Ein Muff ist, wo man so die Hände reintun kann, von beiden Seiten und dann vom Bauch tragen, also im Winter, wenn es kalt ist. Und das ist für die Füße. Super Teil. Ja, da hinten stehen meine Guitar Hero Sachen. Ich gehe mal hinter euch, oh mein Gott. Meine Guitar Hero Sachen. Ein altes, uraltes Kennzeichen von meinem allerersten Auto. Ja, die Assassin's Creed-Teile aus der Black Flag, Black Chest Edition waren die, glaube ich, bei. Diese Dinger beim Bayern-Ball von 1995, wo es nur 5000 Stück weltweit von gibt. Yay. Ja. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Meine Wii-Kappe, die habe ich irgendwann mal bekommen, keine Ahnung. Mal ein bisschen in meine Vitrine so reinleuchten. Mein PlayStation-Kugelschreiber, den ich von meinem Vater geschenkt bekommen habe. Jo, so sieht es jetzt momentan hier halt aus. Ne? Es ist, wie gesagt, alles noch nicht ganz fertig. Es ist ja nie irgendwas fertig. Man baut ja immer irgendwie weiter, wenn man sowas hat und ändert und verändert und kramt und macht. Aber gut, es ist auf jeden Fall schon mal viel besser als vorher. Jo. Cool, oder? Also wie findet ihr das? Ich meine, ich habe auch schon von vielen gehört, die schon mal live hier waren oder die es halt auch auf Bildern sehen bei Facebook, dass das in den Videos sieht die Garage immer viel größer aus. Weil sie ist halt eigentlich nicht so mega groß. Es ist eine Garage, da passt, würde ein Auto theoretisch reinpassen, wenn das sich halt hier alles so zugebaut wäre. Ja. Aber trotzdem ist es halt, es ist ein relativ großer Raum. Also ihr seht schon, man kriegt da sehr viel unter. Meine Kartonwand, wie gesagt, ist noch gleich geblieben. Weiß ich noch nicht, was ich mit tue, ob ich die mal aussortiere, weil da sind ein paar Kartons bei, die ich jetzt nicht um mich da stehen haben muss, wie zum Beispiel das leere Ding von dem Boohoo. Ja. Solche Sachen, die müssten ja schon nicht mit dabei sein. Ja, sehr cool. Das Rohr, was da oben lang läuft, ist halt ein Abwasserrohr, glaube ich. Und das möchte ich gerne noch verkleiden, weil dahinter ist es einfach dreckig, da sammeln sich auch ein bisschen Spinnweben an, weil klar, ist halt ein Keller hier unten, ne? Und da würde ich gerne so ein, einfach so ein Tuch, so ein rotes drum wickeln irgendwie. Voilà. Ansonsten habe ich euch jetzt, glaube ich, fast alles gezeigt. Wie gesagt, mein Kühlschrank. Unterm Kühlschrank habe ich meine beiden Lego-Autos stehen, damit da nichts drankommt. Ja, da kann ich immer schön rausgucken, bei uns in den Garten. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Mein Drucker da hinten, da habe ich auch, das war auch geil. Dieses Teil, dieses Schränkchen, was da steht, diesen Rollschrank, der hat von allen Seiten Griffe. Und ich habe das am Anfang falsch rum da reingestellt, alles vollgekramt, vorher, habe es da reingeschoben und dann den Fernseher davor. Das heißt, ich kann nicht mehr dran und dann wollte ich es aufmachen, habe gemerkt, dass ich den Griff zum Verschieben oder Tragen nach vorne gemacht habe und nicht den für die Tür. Also ich kam dann nicht mehr dran. Konnte ich wieder alles auseinanderbauen. War auch cool. Jo, meine Neonröhre in der Ecke. Und da hinten liegt sie auf dem Boden. Das ist halt ja so ein bisschen, wenn ich hier irgendwie so ein Stimmungsspiel spielen möchte oder halt so ein Indie-Game oder ein Kunstspiel, dann mache ich mir immer schön meine Stimmung hier an. Ja, ich glaube, das war's alles. Mein Tischchen unten drunter, das ist auch so ein Ding. Da liegen halt noch jede Menge Spieleberater. Und ja, cool. Da war zum ersten Mal in meiner YouTube-Laufbahn mein Akku von der Kamera tatsächlich alle. ja. Ich habe es jetzt hier am Ladekabel dran, das heißt, ich kann mich nicht mehr bewegen. Aber reicht auch, ich habe euch ja wie gesagt alles gezeigt. Ich finde es immer schön, wenn so ein Raum so ein bisschen aufgeräumt ist, also wenn das nicht so mega chaotisch ist. Klar ist hier viel Prüll drin, die ganzen Dosen, die ganzen Kartons und Poster. Wirkt es so ein bisschen wie so ein Kinderzimmer wirklich. Und das sollte mein Gaming-Raum sein und nicht mein Kinderzimmer. Also, deswegen bin ich eigentlich ganz glücklich, so wie es jetzt ist. Und mal sehen, was ich dann noch so umändern werde oder verändern oder erweitern werde. Man weiß es nicht so genau. Wie gesagt, die Anordnung ist so auf jeden Fall um einiges besser als vorher.
der R2-D2-Penis ist auch geblieben, für alle, die da Angst hatten. Den habe ich mit übernommen. Ja, schön. Das war's von meiner Roomtour Garage 2.0, wenn man es so nennen möchte. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Anordnung und alles jetzt findet. Ich finde so einiges besser als vorher. Man sieht sich. Tschüss.